Es gehört zur Welt, dass manchmal die Dinge nicht so sind, wie ich meine, dass sie sein sollen. Es geht um die Beherzigung der Gelassenheit. Stellen wir uns eine Tagung in einem großen Saal vor. Einer der Teilnehmer steht auf, weil er vielleicht ein Projekt vorstellen will. Als er aufsteht, stößt er mit dem Fuß die Wasserflasche um, die neben seinem Stuhl auf dem Boden steht. Auf dem Holzboden breitet sich eine große Pfütze aus. Das langsam in das Holz einziehende Mineralwasser nimmt meine Aufmerksamkeit gefangen. Nebenbei gesagt, das war allemal interessanter als der Vortrag. Und dann begann in mir eine Zwiesprache, die noch viel interessanter war. Wasser auf dem Holzboden, ganz schön blöd. Muss man eigentlich damit sofort aufwischen? Aber nicht schon wieder du. Auf dem Flur war doch vorhin ein Kaffee aufgebaut. Da gibt's doch bestimmt Servietten. Mag sein. Dann wird jemand rausgehen können, der näher an der Tür dran sitzt. Wenn es aber außer mir niemand mitbekommen hat? Hat es aber. Das Klirren der Flasche haben die anderen doch auch gehört. Bleib doch einfach mal sitzen und fühl dich nicht immer für jede Wasserpfütze zuständig. Ha, wenn jeder so denken würde. Keine Sorge, denkt ja nicht jeder so. Toll, und der Boden, da muss man doch drauf achten. Ich denke mal, dieser Saal wird schon so einiges erlebt haben. Der hält das wahrscheinlich aus. Das Ende vom Lied, ich bleibe sitzen. Die zweite Stimme hat gesiegt. War nicht einfach. Und ich erlebe wieder einmal das spannende Spiel der Balance zwischen Hilfsbereitschaft, Wichtigtuerei, Zurückhaltung und Gelassenheit, die oft so schwer fällt. Es gehört zur Welt, dass manche Dinge nicht so sind, wie ich meine, dass sie sein sollen. Nicht immer kann und muss ich eingreifen. Papst Johannes der 23., auch der Konzilpapst genannt, der im April 2014 von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde, hatte sich die Maxime: Alles sehen, vieles übersehen, wenig korrigieren. Zu eigen gemacht. Das ist wahrhaft mutig für einen Papst und gar nicht so einfach, wie man es ausspricht, jedoch ganz schön klug. Und dazu stimmt auch die Lebensphilosophie des großen Mystikers Johannes vom Kreuz. Erträgt ein Mensch alles mit ruhiger Gelassenheit, so gelangt er nicht nur in den Besitz vieler Güter, er erwirbt sich auch die Fähigkeit, viel vernünftiger über Widerwärtigkeiten zu urteilen und das entsprechende Heilmittel dagegen in Anwendung zu bringen.